Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zurück zu Let's Play Metro 2033 Redux. Und wir machen weiter. Wir kommen hier nicht weiter. Das ist aber, naja, sinnig. Oh, was ist das? Achso, das ist eine Glocke. Vermutlich eine Alarmglocke. Ja, wir gehen weiter. Wir sind gerade auf dem Weg zur Polis, beziehungsweise das sollten wir zumindest sein, auf dem Weg dahin. Ob wir es am Ende wirklich sind, kann und will ich da jetzt auch nicht sagen, weil, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es halt schlicht und einfach nicht. Hey, Scheiße! Kommt die zweite Schicht oder was? Ich zittere bis auf die Knochen! Der Filter ist auch fast am Ende! Meine Uhr zeigt, dass wir mindestens noch 10 Minuten haben. Ich wünschte, es wäre früher. Dieser Ort ist echt gruselig. Verdammt. Achtung! Die Ratten kommen! Nee. Bin nur ich. Oh. Voll gut, dass ich den erwischt habe. Dass ich den mit meinen 500 Schüssen gekillt habe. Alter, okay. Ist gut. Das ist doch manchmal ein Witz. Da kommt einer um die Ecke, ne? Und drückt dir auf einmal 50 Schrotladungen rein. Schrotladungen, genau. Das ist doch ein Witz. Das ist wirklich, ja. Scheiße! Kommt die zweite Schicht, oder was? Scheiße, kommt die zweite Schicht, oder ich zitter die Wiese auf die Knochen. Achtung, die Ratte! Fresse. Och, nö! Ach, das ist doch ein schlechter Scherz hier! Oh, immer der Typ mit der Schrotflinte! Entschuldigung. Das ist doch wirklich, also immer dieser eine Typ mit der Schrotflinte. Immer tot. Scheiße! Kommt die zweite Schicht, oder was? Ich zittere bis auf die Knochen! Der Filter ist auch fast am Ende! Oh, das war noch... Na gut. Ich finde es aber gut, dass er einfach umgekippt ist, als ich ihm die Bombe gegen den Kopf geworfen habe. Das hat ganz gut funktioniert, würde ich behaupten. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Vielleicht dieses Mal mit ein bisschen mehr. Scheiße. Ein bisschen mehr Taktik. Ist das so? Mal bitte hier deine Munition, danke. Oh. Ich höre ein Nosalis. Oder Novosalis? Ne, Novosalis klingt so nach Norovirus irgendwie. Das ist ja ein Witz. Es tut weh. Ja, du bist tot. Also, Schnauze. Okay, das hat ganz gut funktioniert, würde ich... Okay, da wollen wir nicht runter. Will ich da runter? Wenn da unten solche Geräusche herkommen? Das ist doch irgendwie... Ist doch irgendwie so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen suboptimal. Na gut. Hallo. Hallo? Ich habe eine Schrotflinte mit 90 Schuss. Da kommt ein Typ auf mich zu und der ist tot. Ich habe eine Schrotflinte mit 90 Schuss. Aber Messer funktioniert... Ach, fick dich doch, Kollege. Oh, nee, hier ist wieder Musik. Oh, und der Wecker geht wieder an. Das heißt, ich muss wieder aufstehen. Oh, hallo! Wo kommt ihr denn her? Ich muss mal kurz hier ein bisschen meine Filter mal kurz wechseln. Danke. Ach, leg mich doch. Okay.
Okay. Das funktioniert ganz gut. Okay. Leute, ihr seid tot. Jetzt können wir wenigstens endlich das Radio ausmachen von denen. Vielleicht hier was noch? Also hier vielleicht was Interessantes oder so? Nee? Ah, schade. Okay. Gut, weiter geht's. Oh, ein Messer. Das nehmen wir natürlich noch dankend an. Wie viel haben wir jetzt? 2. Hiermit haben wir 3. Und die haben wir vermutlich noch 5 irgendwo in die Wand reingebrettert. Hier hinten in die Couch. Tatsächlich, das sind wirklich 2 in der Couch. Ich kann nicht mehr. Oh. Ja. Mach den Scheiß aus. Hier ist der Safe übrigens nicht unangebracht. Wenn ich das mal kurz sagen darf, weil... Meine Güte, der steht halt an der Oberfläche. Da standen damals auch schon Safes. Okay. Ich frage mich tatsächlich auch. Natürlich jetzt nicht mit dem Gähnen in der Stimme, sondern ich frage mich tatsächlich auch mal eigentlich. Weil hier ist ja der Machtkampf zwischen Kommunisten und Faschisten. Der ist hier ja schlicht und einfach, ne? Das ist ja ein Fakt, ne? So, und ich sag mal, das Spiel hat ja... Ne, vor 20 Jahren, okay, da war schon... Da war ja potenziell schon kein kalter Krieg mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das in der... Okay, vergesst meine Frage. Meine eigentliche Frage war nämlich eigentlich so... Was für ein politisches System haben so freie Stationen? Haben die überhaupt ein politisches System? Oder sagen die halt schlicht und einfach, haben wir nicht, machen wir nicht. Ja? Ich habe übrigens wieder bei mir auf dem Zweitbildschirm, habe ich wieder die, wieder YouTube gerade noch an. Und wieder, oh. Oh nein, oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne. Oh ne, Fliegeviechi. Fliegeviechis. Oh nein. Warum denn Feuer einstellen? Ihr seid ja auch bescheuert. Hallo? What the fuck? Ich dachte, das wären Freunde. Aber Alter. Das ist doch... Ich hoffe, dass diese Fliegeviecher mir jetzt nicht auf den Sack gehen, ne? Wenn ich das kurz mal so relativ plump sagen darf. Ich höre auch nichts. Alter, wie siehst du mich überhaupt? Ich sehe dir nicht mal. Was ist das denn hier? Wenn du verletzt wirst, musst du in Deckung gehen, um dich langsam zu regenerieren. Oder benutze ein Medikit. Ja, nee. Wenn ich innerhalb von einem Schuss tot bin, von Leuten, die ich nicht mal sehen kann, weil hier so beschissenes Wetter ist. Nice. Hat ja gut funktioniert. Ich wollte dann das Licht ausmachen, damit ich hier mit meiner Scheiß... Ne, okay, geht nicht kaputt. Ich kann es nicht kaputt machen. Ah, okay, so viel dazu. Okay. Was ist das denn? Achso, das ist der Mond. Okay. Der Mond ist ziemlich hell. Habe ich gerade lernen dürfen. Okay. Da kommen halt echt einfach Schüsse. Von überall. Wo ich jetzt, ernsthaft gesagt, nicht so viel machen kann. Nice. Was ist das denn? Oh, ist das eine Scheißszene gerade. Gott, ist das... Also, nee, sorry. Aber das ist gerade echt nervig. Was ist denn das?
Die schießen zweimal auf mich und ich bin Fritte. So, sorry. Er ist doch nervig gerade mal. Wollen wir hier fliegen, diese Viecher? Die treffen mich hier. Sorry, aber die treffen mich hier. Ich sehe die nicht mal. Woher sollen die wissen, wo ich bin? Außer hier durch meinen scheiß Laserpointer, der aber sonst nie ein Problem ist. Es tut mir leid, aber das ist gerade echt eine scheiß Szene. Vor allem, wenn du halt noch nicht mal am Ende weißt, kann mir vielleicht dieser Wichser da oben auch noch was. Ich bleib mal kurz hier unten, ne? Ja, sieht tatsächlich danach aus, als könnten die einem auch noch was. Das ist natürlich ziemlich fair jetzt gerade gegenüber dem Spieler. Ach klar, die Schrotflinter da versehentlich ausgerüstet wieder. Ich kann nicht mehr. Ich gehe wieder hier runter. Ich bleib jetzt einfach hier. Ja, ja. Ne, sonst ist die KI, die ist strunzendumm. Strunzendämlich ist die, ne? Aber hier trifft die auf 3000 Meter Entfernung, trifft die in den Kopf. Das ist gerade so ein bisschen ärgerlich. Ah, Mann, ey. Ich hätte es wirklich nicht auf so einen schweren Schwierigkeitsgrad scheinbar spielen dürfen. Muss ich natürlich auch einfach zugeben. Aber jetzt gibt es halt kein Zurück mehr, ne? Jetzt sind wir, ich würde sagen, schon bei der Hälfte des Spiels. Da können wir jetzt nicht sagen, okay, gut, dann lass jetzt mal nochmal zurück. Lass mal nochmal neu anfangen. Das hätte ich früher machen müssen. Ah, oh Gott. Ah, okay, wir sind wieder drin. Es war klar, dass die Schmatze-Station von Faschisten besetzt war. Ah, das ist natürlich noch besser. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich muss das riskieren. Klasse. Scheiße. Weil wir so gute Kontakte mit den Faschisten bisher geknüpft haben. Die sind so gute Freunde von mir. Wer ist da? Mein Name ist Pavel. Mein Name ist nicht Pavel. Können wir vielleicht hingehen und den Typen noch erstechen oder so? Ich hätte jetzt Lust drauf. Heidewitzka. Ah, danke. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Was ist das denn? Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Oh. Ja, hi. Mach die Pik, Pik, Pik. Hadi. Die macht Pik, Pik, Pik. Danke. Okay, machen wir hier erstmal Lichtlein aus. Lichtlein aus. Okay, meine Waffe macht Pik, Pik, Pik. Ich bin zufrieden. Ach, leck mich doch. Wie geht es deiner Familie? Ganz gut. Ach, verdammt, ich hätte nicht drauf antworten können. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Ich glaube, die ist gar nicht scharf, die Falle, aber ist egal. Aha. Und wer ernährt eure Kinder? Das Militär vielleicht? Was für ein Leben. Vielleicht die Familie schnappen und... Alter, yo. Drei Kopfschuss. Mehr sag ich nicht. Passt schon. Ist okay. Cool so. Cool. Düp, 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 düp. Übrigens, also ich hab das Gefühl, ne, das kommt gerade so rüber, als hätte ich überhaupt keinen Spaß oder so, ne? Ich hab Spaß. Nur gehen mir manchmal so ein paar Szenen hier in dem Spiel wirklich auf den Nerv, weil sie halt zu schwer sind. Was, wie gesagt, glaube ich, an dem Schwierigkeitsgrad schlicht und einfach liegt. Da kann also das Spiel auch nicht direkt was für.
Ne? Möchte ich halt nur nochmal kurz so feststellen. Aber es ist halt... Man möchte ja hier ein bisschen vorankommen, ne? Und wenn... einem dann teilweise so ein paar Sachen in den Weg gelegt werden, die wirklich unfair sind schon, dann ist es nervig. Ja, bitte? Okay. Oh, sollen wir das mal versuchen? Ja, jetzt haben wir natürlich Spaß. Alarm! Sie sind hier! Verdammt! Blöde Scheiße! Ach, klasse. Also, wir haben jetzt eine komplette verfickte Station gegen uns. Das ist natürlich wieder super. Rumlaufen. Das möchte ich mal gerade irgendwie vorher noch kurz klären. Also hat mir hier keiner in den Rücken oder sowas laufen können. Oh. Sieht hier aus, als ob der... Was zum Teufel war das? Ich meine Ohren durch. Oder da draußen ist jemand. Servus. Ich habe das Gefühl, die haben noch nicht mitbekommen, dass ich hier bin. Scheiße. Der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Also, jemand. Hast du die scheinbar? Oh, das klingt hier nach Generator. Ach, die sind hier schon wieder. Das ist ekelhaft. Nee. War das jetzt unser Missionsziel oder? Kannst du bitte auf dein scheiß Klemmbrett gucken? Gehen Sie zur Polis, finden Sie einen dort, ne? Beschreiben Sie die Situation, letzter Schritt. Das war scheinbar nicht der Generator. Kossoy, kommt her! Passt auf den Generator auf! Und wenn ich euch dabei erwische, dass ihr Karten spielt, seid ihr tot! Wer ist da? Niemand! Ein Toter! Alarm! Nee, okay. Oh, da... Oh. Ich durfte gerade feststellen, da sind mehr als zwei. Nein! Das war eindeutig die falsche Taste. Warum trage ich eigentlich die verdammte Gasmaske noch? Ich wollte eigentlich F drücken, bin etwas zu hoch gekommen mit T. Nein, okay, ich wollte tatsächlich T für Taschenlampe mal drücken, aber okay. Okay, Kollege. Wow, du lebst ja noch. Das gefällt mir aber nicht. Du bist tot. Die sehen ein bisschen aus wie die Typen auch von Wolfenstein, ne? Ob sich das eine Spiel an dem anderen irgendwie orientiert hat? Was jetzt nicht schlimm ist, ne? Also, wollte ich nur nochmal kurz sagen. Okay, ich habe hier eindeutig Spinnenweben um mich rum, aber ich sehe sie nicht. Ah, hier sind Pfeile, okay. Brauchen wir aber nicht. Ich glaube, wir haben noch nie eine Waffe, die Pfeile verschießt, gefunden.
Ich glaube, hier ist die erste, die Pfeile verschießt. Ich glaube wirklich, dass die Pfeile verschießen würde. Aber wir haben halt jetzt gerade keine. Also wir haben bestimmt Pfeile, aber ich habe gerade keine Lust, die Dinger rauszuholen. Okay. Eigentlich können wir hier jetzt gerade ganz normal rumlaufen, würde ich tatsächlich gerade sagen, weil die dürften alle tot sein. Mhm. Da kommen wir so nicht lang. Dann müssen wir bestimmt hier einmal wieder rum. Hier haben wir auch. Dann haben wir auch. Hier rüber. Zack, 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 zack. Hier rüber. Alles Wunderbärchen. Oh. Ach, der hatte noch unser Messer in sich. Naja. Wer sagt denn, dass ich ein Kommunist bin? Das ist aber so typisch, ne? Die denken, sie haben Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? Und die denken, das kann ja nur ein Kommunist sein. Wenn er uns Faschisten angreift, kann das nur ein Kommunist sein. Muss so sein. Ja, ist aber falsch. Nicht? Kann sein, dass er weg ist. Verdammt. Ich bin ein Adventure-Kapitalist. Anspielung auf ein Spiel. Yeah. So. Ich wollte gerade sagen, vielleicht mal hier runter jetzt. Na, jetzt haben sie uns wieder mal. Oder er hat uns. Sie haben uns jetzt wieder mal. Sagt er. Einer, der noch lebt. Der letzte Lebende. Der weiß jetzt, wo wir sind. Jetzt habe ich aber Angst. Oh, nee. Ich habe ja wirklich Angst, jetzt bin ich da reingefallen schon wieder. Hallo? Oh, ist der sogar schon tot? Ist natürlich auch nicht schlecht. Hab ich den scheinbar erschossen? Okay, ich habe den scheinbar wirklich erschossen. Na gut, dann hat sich das auch gelöst. Diese Problematik ist damit beendet. Oh. Ich wollte schon sagen, hier ist einfach nur Licht. Achso, Leute, ich würde mal tatsächlich nochmal die Folge beenden, weil wir haben jetzt schon 22 Minuten aufgenommen. Ich bedanke mich deswegen recht herzlich fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Metro 2033. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.